Moin, hier ist Danielus. Willkommen zurück zu Final Fantasy 16, Episode 5 von Strom der Gezeiten vom zweiten DLC. Wir machen jetzt weiter mit Nebenaufgaben, denn jetzt, wo wir die Leviathan-Kräfte erhalten haben, warten wieder viele Nebenaufträge auf uns und ich werde natürlich alle machen und danach geht es mit der Hauptgeschichte weiter. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen 5. Episode jetzt schon vom zweiten DLC. Danke für die tägliche Unterstützung, Leute. Hm? Ich kann einfach nicht mehr. Er kann nicht mehr. Aber vielleicht könnt ihr ja noch. Dann drückt gerne auf den Like-Button. Dankeschön für die Unterstützung, Leute. Hol erstmal tief Luft. Schön ein- und ausatmen. Ja? Ist alles in Ordnung? Hört sich nicht so an. Oh, du bist der Fremdling. Ich bin Fanet, die Heilerin des Dorfs. Hi. Und das hier ist Talor, einer meiner Patienten. Kurze Zeit nach eurer Ankunft ist er plötzlich krank geworden. Nichts allzu Ernstes, hoffe ich. Okay. Das hoffe ich auch, aber... Aber? Seine Symptome sind mir ein Rätsel. Er klagt ständig über Schüttelfrost, hat aber kein Fieber, obwohl das normalerweise der Fall sein sollte. Und nicht einmal mein stärkstes Schmerzmittel zeigt auch nur die geringste Wirkung gegen die Schmerzen in seiner Brust. Ich frage mich langsam, ob sein Zustand nicht nach etwas ganz anderem als einer Heilerin verlangt. Schula sagte, dass du hier bist, um uns zu helfen. Also gilt das vielleicht auch für mich? Natürlich helfe ich auch dir. Ja. Okay, die Symptome gingen los, als wir eingetroffen sind. Wer hat hier was mit angeschleppt? Bestimmt Joshua. Natürlich, wenn ich dir überhaupt helfen kann. Das kannst du, keine Sorge. Du musst nur drüben bei der Schmiede mit Talors Sohn Pavard sprechen. Frag ihn, ob er weiß, was genau Talor gemacht hat, bevor er krank wurde. Okay. Es muss eine Ursache für seine Beschwerden geben und ich werde sie finden. Leider ist Talor zu schwach zum Sprechen und lange allein lassen kann ich ihn auch nicht. Während du für mich mit Pavard redest, würde ich daher nur kurz bei seiner Frau Wirda nachfragen, ob sie irgendetwas weiß. Verstanden. Vielleicht mit irgendeinem Material zusammen gearbeitet in der Schmiede, was er nicht verträgt oder so? Lasst mich in Ruhe. Nein. Mit ihm persönlich können wir nicht mehr sprechen, aber mit dem Schmied. Oh, brauchst du irgendwas? Ja, allerdings nichts aus der Schmiede. Fanet hat mich beauftragt, mit dir zu sprechen. Sie will herausfinden, was mit deinem Vater nicht stimmt und hofft, dass du etwas Licht in die Sache bringen kannst. Ach, darum geht es. Tut mir leid. Sie hätte dich da nicht mit reinziehen sollen. Es macht mir wirklich nichts aus. Also, hat dein Vater in den Tagen vor dem Ausbruch seiner Krankheit irgendetwas Ungewöhnliches gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich sehe ihn auch nicht so oft, weil er tagsüber meistens unterwegs ist. Zumindest war er das. Vielleicht war er etwas unruhiger als sonst. Aber abgesehen davon... Weißt du, wo er normalerweise hingeht, wenn er unterwegs ist? Eigentlich macht er nur seine Runden im Dorf. Meistens geht er rüber zu Blasir, dem Fischer, der auf der anderen Seite der Quelle lebt. Die beiden sind alte Freunde. Vielleicht kann er dir mehr sagen als ich. Vielleicht. Ich werde ihn fragen. Okay. Solange wir nur jetzt erstmal innerhalb des Dorfes bleiben, rede ich erstmal mit den Leuten, bevor ich die anderen Quests annehme. Oh, rastloses Rinnsal, lenke heute deine Reich. Quatschen wir also mit dem hier. Der sieht auch krank aus. Oder? Oder? Nee, der sucht was auf dem Boden. Nee, der zählt hier irgendwelche Zutaten. Hallo, auch Fremder. Kann ich dir irgendwie helfen? Jo. Du bist Blasir, oder? Pavard hat mir erzählt, dass du mit seinem Vater befreundet bist und dass ihr beide euch vor seiner Krankheit getroffen haben könntet. Vor seiner Krankheit? Talor war in seinem Leben noch nicht einen Tag krank und ich weiß nicht, wieso er jetzt damit anfangen sollte. Das weiß Fanet auch nicht. Deswegen hat sie mich gebeten, herauszufinden, was Talor in den letzten Tagen gemacht hat. Nur für den Fall, dass sich dadurch sein Zustand erklären lässt.
Da gab es schon eine Sache, die ich ein bisschen merkwürdig fand. Er hat immer wieder nach dem Wald gefragt. Hast du auf dem Weg zurück von der Küste irgendwas Seltsames gesehen? Bist du dir sicher? Schwörst du und all sowas? Gesehen habe ich natürlich nichts, aber er hat immer wieder gefragt. Als ob er darauf gewartet hätte, dass was passiert und nur nicht wusste, wann. Aber was es gewesen sein könnte, weiß ich nicht. Mir hat er nichts erzählt. Das klingt auf jeden Fall merkwürdig. Und es könnte genau das sein, was Fanet sich erhofft hat. Danke. Ach, keine Ursache. Oh, und wenn du Talor siehst, wünsch ihm gute Besserung von mir, ja? Mach ich. Okay. Mal sehen, was Fanet dazu sagt. Bald ist schon wieder Erntezeit, oder? Ja. Ja, und die Ähren sind immer noch nicht voll. Vielleicht ist die Erde zu salzig. Salzige Erde. Ich kann es gar nicht fassen. Ausgerechnet Talor. Aber naja, wir werden beide nicht jünger. Noch nicht schlauer geworden, was da passiert sein könnte. Aber irgendwas scheint im Wald zu sein. Mal gucken, was er dazu jetzt sagt. Oder nee, erstmal doch die Krankenschwester wieder, die Heilerin. Nee, doch. Ist die Heilerin. Ich habe mit Wirda gesprochen, aber sie konnte mir nicht weiterhelfen. Natürlich. Hattest du mehr Glück? Nichts Handfestes. Aber ich glaube, wir haben eine Spur. Blasir hat mir erzählt, dass Talor in letzter Zeit ein seltsames Interesse am Wald entwickelt hat. Er soll ständig gefragt haben, ob Blasir auf dem Rückweg von der Küste nichts Ungewöhnliches aufgefallen ist. Aber er hat nie gesagt, was genau er damit meint. Der Wald. Zwischen dem Dorf und der Küste. Nein, das... Aber was, wenn doch? Wenn doch was? Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich glaube, Talors Krankheit könnte etwas mit den Tomberries zu tun haben. Tomberries? Vielleicht hast du schon welche hier bei uns getroffen. Kleine, schuppige Echsenwesen? Diese Kreaturen könnten an Talors Krankheit schuld sein? Ja, zumindest indirekt. Und wenn sie das sind, dann konnte meine Behandlung gar nicht wirken. Es tut mir leid, dich darum bitten zu müssen, aber würdest du für mich zum Väterwald gehen? Es gibt dort einen Altar, und wenn ich richtig vermute, dann liegt darauf eine Opfergabe. Was hat das alles zu bedeuten? Bitte, ich werde es dir erklären, wenn du zurück bist, aber jetzt ist keine Zeit zu verlieren. Ich flehe dich an, geh in den Wald und nimm die Opfergabe vom Altar. Talors Leben könnte davon abhängen. Na gut. Okay, wegen der Opfergabe auf dem Altar. Dann ist das der grüne Altar, wo ich war. Geh zum Altar im Väterwald. Lasst mich in Ruhe. Er ist immer noch down. Müsste dann der Väterwald... Ja, das... Ja, ja, der... Der grüne Altar. Habe ich doch gesagt, mit dem Altar wird bestimmt irgendwas noch sein. Ich mache das jetzt auch, bevor ich ja dann annehme, mache ich die Quest fertig, glaube ich. Da, ich hätte ihn nicht allein gehen lassen sollen. Ja, ich kümmere mich noch später. Ich komme zurück. Ich bin gleich da. Hallo, Fremder. Hallo, Fremde. Nach dem Fall des Mutterkristalls unserer Vorfahren sind wir Kinder des Wassers jahrhundertelang in Valisthea herumgeirrt. Ja. Erst nachdem der arme Valias hier gebunden wurde, haben wir Mysidia zu unserer Heimat gemacht. Seitdem hoffen wir, dass er eines Tages wieder frei sein wird. Und wir das große Unrecht unserer Urgroßväter wieder gut machen können. Jetzt weiß ich wieder, was die Quest, der Unterschied war. Das hier waren normale Nebenaufgaben für einfache Erfahrungen und sowas. Und die Sachen hier mit Plus, die verbessern meine Ausrüstung. Da kriege ich immer irgendwas. Entweder Trankverbesserungen hatte ich ja immer bekommen oder sonst was. Oder irgendwie andere Items. Das war immer Verbesserung für die Klamotte oder sowas. Also mache ich die beiden erstmal zuerst. Stimmt, das war der Unterschied. Wie gesagt, euer Hauptspiel das liegt ja schon... Das letzte Mal sind wir bei den Schiffswracks nach Osten zur Küste gegangen. Ja. Jetzt müssen wir in die andere Richtung. Mhm. Dann also nach links. Wie gesagt, das Hauptspiel liegt ja jetzt schon ein bisschen länger zurück. Aber jetzt erinnere ich mich wieder, was das war. Mit den verschiedenen Zeichen. Also gibt es immer Verbesserungen.
Wenn ich eins über Wesen wie diese weiß, dann, dass sie sich am liebsten im Dunkeln verkriechen. Tomberries? Die kannten wir ja vorher noch gar nicht. Oh, da stehen Tomberries. Am Altar. Was machen die? Beschwörung? Ritual? Was treiben sie denn da? Ist das eine Art Ritual? Sie haben uns erblickt. Tut mir leid, wenn ich störe. Schön, wie die rumfliegen hier. Wasserratte? Ja. Guck hier an, seinen Arm hier. Oh, da sind noch mehr. Wir sind noch nicht fertig. Eigentlich ist es gut, wenn man die hier mit dem einen Strahl hochschießt und dann weiter mit dem anderen schießt. Also, holy shit! Okay, damit hat er mich fast one-hitted. Mit dem scheiß Küchenmesser. Wow. Weg da. Das tut gut. Okay, Tomberries sind also auch gefährlich, wenn sie einen schlagen können. Dann habe ich den nicht getroffen. Okay. Puh, da hat er mir aber ganz schön Messerstiche verpasst, der Tomberries. War nicht nur ein Peak, sondern mehrere, aber gefährlich. Der war auch plötzlich vor mir, einfach so. Dann wollen wir uns mal diesen Altar ansehen. Wasserangriffe machen auf jeden Fall gut Schaden. So, bisher. Dass wir gar kaum noch in den Nahkampf müssen, oder was? Okay, was ist das? Das ist nur ein Spiegel. Opfergabe habe ich nicht gesehen, nur der Spiegel mit der Wasserspiegel, der da drauf liegt. Oder ist da was drin? Ein Amulett, eine Kette. Ah. Eine silberne Kette. Ich glaube kaum, dass die von den Tomberries stammt. Das muss die Opfergabe sein, von der Fanet gesprochen hat. Und die sollst du runternehmen. Silberkette habe ich. Ah, jetzt können wir schon zurückkehren zu Fanet. Machen wir. Ist zum Abgeben echt schnell, dass man dann direkt zum Auftraggeber zurück kann hier. Die hätte ich im Hauptspiel auch gebrauchen können. Du bist zurück. Und? Hast du etwas gefunden? Die Silberkette. Eine feingliedrige Kette, die an seinem Altar im Revier der Tomberries als Opfergabe dargestellt oder dargebracht wurde, genau wie die Heilerin Mysidias vermutet hatte. Die hochwertige Verarbeitung und die Tatsache, dass der zugehörige Anhänger einen Drachenkopf darstellt, schließen aus, dass es sich dabei um ein Werk der Wildstämme behandelt. Habe ich diese Silberkette. Ich wusste es. Ich tappe immer noch im Dunkeln. Entschuldige, diese Kette ist eine gwigorische Gebetskette. Sowas tragen doch nur Tiefgläubige. Wie ist sie hierher gekommen? Und warum sollten die Tomberries zu ihr beten? Um das zu verstehen, musst du erst die Natur der Tomberries begreifen. Sie nähren sich vom Hass und dem Elend anderer. Und bringt man ihnen ein Opfer dar, ein Zeichen des Grolls, den man gegen jemanden hegt, dann belegen sie diesen Menschen mit einem Fluch, heißt es. Du denkst also, dass jemand Talor mit einem Tomberry-Fluch belegt hat? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt habe ich das Ganze immer für ein Ammenmärchen gehalten. Aber wenn ich seine Furcht vor dem Wald und die Kette auf dem Altar bedenke,
Dann kommt es mir doch sehr wahrscheinlich vor. Hat Talor Feinde hier im Dorf? Fällt dir jemand ein, der zu so etwas in der Lage wäre? Aber nicht doch. Nein, ich glaube, derjenige, der die Kette auf den Altar gelegt hat, war Talor selbst. Hä? Warum hätte er das tun sollen? Weil die Legende noch weitergeht. Wenn man versucht, eine Seele zu verfluchen, die schon zur See heimgekehrt ist, dann kann der eigene Hass nirgendwohin als zurück zu seinem Ursprung. Oh. Soll das heißen, er hat sich selbst verflucht? Bei dem Versuch, jemand anderen zu verfluchen, ja. Als mein Vater noch jung war, war er einer der wenigen Auserkorenen, die zum Handeln in die Außenwelt geschickt wurden. Er hat uns erzählt, dass er diese Kette auf Reisen nach Sandbreck getragen hat. So wollte er seinen wahren Glauben verschleiern, um nicht den Ärger von Gwigos Anhängern auf sich zu ziehen. Ist er vielleicht irgendwann einmal aufgeflogen? Das könnte der Grund für seinen Groll sein. Nicht, dass ich wüsste. Na gut, wilde Spekulationen über Talors Vergangenheit anzustellen, hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir müssen uns auf die Gegenwart konzentrieren und herausfinden, wie wir den Fluch brechen können. Gut. Wenn ich noch irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Danke, das werde ich. Ja, danke auch von mir. Hier, bitte nimm diese kleine Entschädigung für den ganzen Ärger, den du wegen der Sache hattest. Das ist ein Vipernstein. Eine Art Amulett unseres Stammes. Er reagiert auf seltene Mineralien, die wir für alles Mögliche benutzen. Lässt sie läuten wie Glöckchen. Ohne diese Steine wäre das Zeug unmöglich aufzutreiben. Wenn du was davon findest, bring es zu mir. Ich mach dir gute Ausrüstung daraus, falls du welche brauchst. Vielen Dank, dann werde ich sicher bald mal zu dir in die Schmiede kommen. Bis dahin hoffe ich, dass Talor bald wieder gesund wird. Ja. Hat er sich selber verflucht, weil der andere schon, naja, dumm gelaufen, weil der andere wahrscheinlich schon tot ist, den er verfluchen wollte. Schlangenringe Bauplan. Wer zur Herstellung der Schlangenringe, okay, werde ich, okay, möchte ich bauen. Guck ich mir an. Da, Bauplan freigeschaltet. Mal gucken, ob ich die Zutaten schon habe, aber ob ich die noch finden muss. Wird bestimmt richtig gute Ausrüstung sein, so ein Armring. Vielleicht kriegen wir da auch noch einen neuen Gürtel. Schlangenringe. Okay. Du hast Bauplan für Schlangenringe erhalten. Wenn sie angelegt sind, verstärken diese Accessoires Leviathans Esper-Fertigkeiten. Sprich mit Schledorn im Versteck oder Pavard in der Zuflucht und wähle die Option Herstellen aus. Okay, kann man also hier oder auch da machen. Vipernstein. Du hast einen Vipernstein erhalten. Da sie aus Aquamarin geschnitzt sind, reagieren diese Steine sowohl mit akustischen als auch visuellen Signalen, wenn andere Exemplare des seltenen Materials in der Nähe sind und stellen somit ein unverzichtbares Hilfsmittel bei dessen Beschaffung dar. Außerdem vibriert auch dein Controller. Nee, der vibriert nicht, nee. Aquamarine sind überall in Mysidia versteckt, also halte während deiner Erkundungen Augen und Ohren offen. Je nachdem, ob du im Action-Story-Modus oder Final-Fantasy-Modus spielst, unterscheiden sich jedoch einige Fundorte. Okay, ich spiele im Action-Modus natürlich. Okay. Wahrscheinlich kann ich das jetzt noch nicht herstellen, weil mir diese wichtigen Steine erstmal noch fehlen. Meine Klingen sind auch nicht schlechter als andere, würde ich sagen. Weiteres Schwert nicht. Himmelsdingensbummens. Sonnenarmreif, Diamantdingens auch nicht. Das sind die Schlangendinger. Das sind auch wieder Ketten. Aquamarin 02, ja, da brauche ich viel von. Zeitlose Hirse. Was haben wir denn hier? Geist der Schlange. Verringert die Wartezeit bis zum erneuten Einsatz von Gezeitensalve. Die benutze ich nicht. Verringert die Wartezeit bis zum erneuten Einsatz von Kreuzdünnung. Das benutze ich. Das ist, glaube ich, die Welle, die von den beiden Seiten kommt. Zwei Sekunden können wir das damit verbessern. Ist ja auch nicht so viel, die zwei Sekunden jetzt, ne? Verringert die Wartezeit bis zum erneuten Abyssalbresche aus, auch 2 Sekunden. Und das lilane hier, das ist für die Ulti. Verringert die Wartezeit bis zum erneuten Einsatz von Sturzflut um 8 Sekunden. Eigentlich sind die Ketten, die ich benutze, also viel besser. Ich werde mir die, glaube ich, herstellen trotzdem. Mal gucken. Ich hätte gehofft, dass wir hier Armreife und Gürtel bekommen. Das sind ja halt nur die Ketten für die Schlange. Naja,
2, 4, 6, 8. 8 Aquamarinen brauche ich, um alles herzustellen. Außer es kommen vielleicht noch neue Baupläne dazu. 8 Sekunden für die Ulti. Dann auf gute Gezeiten. Weißt du, bist du so im Kampf, dass merkst du halt die 8 Sekunden, die paar Sekunden dann nicht. Nicht so viel. Okay, das war die erste Aufgabe. Dann mache ich jetzt weiter mit der hier. Da ist nämlich auch nochmal was Ausrüstungstechnisches dabei mit dem Plus. Die mache ich beide zuerst. Und dann in der Welt mal gucken, was da so am Leuchten ist oder sowas. Ich hätte ihn nicht allein gehen lassen sollen. Hier, die hat was gewollt. Hallo, Fremder. Ah, warte, dann ist das hier wahrscheinlich... Vielleicht kann ich dann mit Chocobo reiten, wenn ich das hier fertig mache. Oder irgendwas für den Chocobo wird es sein, wenn das hier schon am Stall ist. Dass ich hier auch durch den Wald reiten kann. Dich findet man öfter auf dem Rücken eines Chocobos, oder? Oh ja. Stimmt. Woher weißt du das? Ach, das rieche ich doch sofort an dir. Stallgeruch, eindeutig. Und nicht von irgendeiner armseligen Klitsche. Nein, einer wie du reitet bestimmt keine halb verhungerten Vögel mit Kalkbeinen und Schnabelräude. Ich wette, dein Chocobo kriegt bei dir nur das feinste Kraut zu fressen und mindestens zweimal täglich die Federn gestriegelt mit einer Bürste aus Curlhaar. Für meine Ambrosia nur das Beste. Ambrosia heißt sie. Was für ein schöner Name. Wie ist sie denn so? Sie ist groß und stark. Und ihr Federkleid ist so weiß wie Schnee. Nicht dein Ernst! Du hast einen weißen Chocobo? Hab ich, ja. Sie sind wohl wirklich ziemlich selten. Ich muss sie einfach sehen. Kannst du sie herbringen? Das würde ich ja gern, aber irgendwie geht's gerade nicht. Das würde ich ja gern, aber ich glaube kaum, dass Schulas Boot groß genug für sie ist. Mein Vater hat auch eins. Und er hat schon öfter Chocobos damit transportiert. Du könntest ihn fragen. Und du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Er wollte nämlich sowieso bald rüber zur Kaiseraue. Also hat er bestimmt nichts dagegen, sie auf dem Rückweg mitzunehmen. Na, wenn das so ist. Ah. Es wäre eigentlich schon ganz praktisch, Ambrosia hier bei mir zu haben. Ja. Also gut. Wo finde ich deinen Vater? Er müsste im Lagerhaus auf der anderen Seite des Flusses sein. Sag ihm, Manda hat dich geschickt. Alles klar, Manda. So bekommen wir also unser Chocobo hierher mit Ambrosia. Dann können wir hier auch durch den Wald reiten. Könnte einiges schneller machen. Mein Vater kontrolliert, glaube ich, gerade unsere Vorräte im Lagerhaus. Er wird deinen Vogel für dich herbringen. Ist es der gleiche Typ im Lagerhaus, mit dem ich vorher gesprochen habe? Nee, das ist da. Bei dem Lagerhaus. Nicht da hinten. Hier vorne ist es gleich. Aber bestimmt will er noch irgendwas anderes von uns haben, bevor er sein Boot nutzen kann oder sowas. Hey, Mandas Vater. Manda schickt mich. Du bist wohl einer dieser Fremdlinge, was? Ja. Bin ich. Schula hat mich eingeladen. Bist du der Vater von Manda? Bin ich. Tanzt du etwa schon nach ihrer Pfeife? Das ging ja schnell. Sie möchte, dass ich meinen Chocobo herbringe, aber dafür bräuchte ich deine Hilfe und dein Boot. Boah, du könntest doch einfach Nein sagen, weißt du? Dieses Mädchen und ihre Vögel. Ich seh's schon kommen, irgendwann wachsen ihr noch Federn. Um ehrlich zu sein, habe ich ihre Idee zuerst nicht ernst genommen, aber eigentlich wäre mir Ambrosia hier schon eine große Hilfe. Würdest du sie für mich mitnehmen? Na, wenn du dir sicher bist, dass das für dich in Ordnung geht. Schula hat gesagt, wir sollen jeden von euch ganz wie einen der unseren behandeln. Also, wenn du deinen Vogel rübergeschifft haben willst, dann machen wir das. Aber Chocobos sind nicht gerade geborene Segler. Du wirst einen Mimet-Kürbis besorgen müssen, damit sie auf der Überfahrt ruhig bleibt. Und wo finde ich sowas? Tja, gute Frage. Ist schon ein paar Jährchen her, dass ich einen Chocobo transportiert habe. Und wie ich höre, hat sich seitdem vieles in der Welt geändert. Woher bekommst du denn normalerweise alles, was man in einem Stall so braucht? Der Mann, von dem ich Ambrosias Sattelzeug habe, wohnt in Marthas Rast. Wenn ich mich recht erinnere, hatte er auch Chocobo-Futter in seinem Sortiment.
also frage ich wohl am besten mal bei ihm nach. Na bitte. Ich segle dann nach Nordstedt, um unsere Vorräte aufzufüllen. Während ich das erledige, gehst du und holst deinen Vogel und den Kürbis. Und dann treffen wir uns dort an der Küste. Aber beeil dich ein bisschen, wenn's geht. Ja, ja. Zurück nach Marthas Rast also. Okay. Reisen wir wieder in die dunkle Welt zurück. Besorg den Mimet-Kürbis. Sonst springt dein Chocobo bei der ersten Welle vor Angst über Bord. Bring beide zur Küste in der Nähe von Nordstedt. Den Rest kannst du mir überlassen. Okay. Dann öffnen wir die Weltkarte. Marthas Rast. Haben wir hier. Lang nicht da gewesen. Kümmern wir uns darum. Dann haben wir den Chocobo wenigstens da im Mysidia auch dabei. Ja, siehst du, hier wieder dunkler Himmel. Andere Farbgebung gleich wieder. Trostlos, deprimierend um die Welt. So, von denen haben wir Ambrosia bekommen. Rowan, reisender Händler. Dich kenne ich doch. Du hast Weißherz gerettet. Wie geht's unserer Heldin denn so? Es geht ihr sehr gut. Danke. Oh nein, ich danke dir. Du bist schließlich ihr Retter. Und was führt dich denn heute zur Rast? Ich bin auf der Suche nach einem Mimet-Kürbis. Und ich hatte gehofft, dass du mir sagen könntest, wo ich einen finde. Oh, da kann ich sogar noch mehr für dich tun. Zufälligerweise habe ich nämlich gerade eine ganze Wagenladung von dem Zeug da. Und keine Käufer weit und breit. Perfekt. Wirklich? Ja, du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du mir ein paar davon abnimmst, bevor alles verfault. Pass nur auf, dass dich keine Herde wilder Chocobos überfällt, ja? Wir wollen ja nicht, dass es dir so ergeht wie mir damals. Das werde ich. Vielen Dank. Das ist doch selbstverständlich. Weißherz-Freunde sind meine Freunde. Und in diesen Zeiten müssen Freunde einander doch helfen, wo es nur geht. Da hast du vollkommen recht. Dann weiter nach Nordstedt. Mandas Vater wartet sicher schon. Ich dachte schon, wir müssen irgendwo kämpfen oder sowas, damit wir wieder irgendwie einen Kürbis bekommen. Das geht ja viel zu einfach. Keine Ahnung, was ich mit dem Rest von den Kürbissen anfangen soll. Vielleicht höhle ich sie aus und mach ein paar Laternen daraus. Viel Spaß, hau rein. Okay, dann jetzt zurück nach Nordstedt. Gucken, ob es da auch keine Probleme gibt, dass der Händler auch alles bekommen hat, was er wollte, ohne von irgendjemand blöd angemacht zu werden. Wie kann ich der Garnison heute dienlich sein? Gar nicht. Der steht doch schon unten am Wasser, oder? Der scheint schon fertig zu sein mit seinen Einkäufen. Diese Dinger kämpfen nicht wie Menschen. Ja, ist genau da, wo das Zelt auch beim ersten Mal stand. Okay, sieht aus, als hätte er alles da. Ah, da bist du ja. Und das ist also Ambrosia, sagtest du? Ist eine echte Schönheit, dein Vogel. Den Mimet-Kürbis habe ich auch. Hier. Herzlichen Dank. Sobald sie den aufgefressen hat, geht's los. Wir gehen jetzt auf eine kleine Reise zur anderen Seite der Bucht, Ambrosia. Keine Sorge, dir passiert nichts. Okay. Ich hätte wirklich mit Kämpfen gerechnet, um den Kürbis zu holen, dass der irgendwie beschützt wird von, keine Ahnung, Kürbismonster. Die Zuflucht, wir sind schon da. Ohne Probleme, Ambrosia ist tapfer gewesen auf dem Schiff.
So, da wären wir. Ich glaub's nicht. Sie ist wirklich weiß wie Schnee. Du bist so schön, meine Kleine. Und tapfer obendrein. Keinen Mucks habe ich gehört während der Überfahrt. Der Mimet-Kürbis hilft zwar, aber meiner Erfahrung nach bekommen die meisten Vögel spätestens beim Durchfahren des Walds trotzdem Angst. Sie aber nicht. Ambrosia hat schon viel durchgemacht. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwas erschüttern kann. Nicht, wenn ihr geliebter Herr an ihrer Seite ist. Also, eigentlich bist du diejenige, die sich um mich kümmert, oder? Jedenfalls vielen Dank, dass du sie hergebracht hast. Hoffentlich schaffe ich es auch eines Tages, so einen prächtigen Vogel zu züchten. Und wenn ihr beide zurück nach Nordstedt wollt, bringe ich euch jederzeit gerne hin. Also, sag einfach Bescheid. Vielen Dank. Aber ich glaube, wir erkunden erstmal zusammen die Gegend hier in Mysidia. Wie fändest du das, Ambrosia? Perfekt. So, dann können wir auch jetzt hier wieder durch den Wald reiten. Auftrag abgeschlossen. Ohne Kämpfe. Verrückt nach Vögeln. Okay. Ambrosia in Mysidia freigeschaltet. So, das waren die zwei Aufgaben für bessere Ausrüstung. Da können wir die Schlangenringe herstellen, die Ketten und jetzt auch reiten. Und jetzt sind hier noch zwei Nebenmissionen, die halt wieder mit, eine größere Story haben oder vielleicht auch Kämpfe. Das andere waren halt Ausrüstungen und so weiter. Mal schauen, dann geht's hier wahrscheinlich noch hoch. Fallmünde und so. Da über die Brücke konnten wir bis... Ne, das ist hier der andere Bereich. Okay. Ich bin gespannt, was uns diese Geschichten hier noch erzählen und wie wir da den Leuten noch weiter helfen können. Leute, vielen Dank fürs Einschalten in der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Dann lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Und dann bis zur nächsten Folge von Final Fantasy 16 im zweiten DLC. Sog der Gezeiten. Bis dann, haut rein. Nee, es ist Strom der Gezeiten. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.